Hello, friends. This is me at King's Casino in Rosvadov in Czech Republic. This is going to be a German vlog, so I'm just going to explain this in English and then switching over to German because this is the German poker days, so it makes more sense to actually speak German. So, sorry about that, this is a German vlog, so I switch around. Hi! Hallo, ihr Lieben. Zum ersten Mal einen deutschen Vlog. Habe ich so noch nicht gemacht, hier auf diesem Kanal zumindest. Aber wie gesagt, da es halt German Poker Days ist, macht es am meisten Sinn, dass ich hier auch Deutsch spreche. Und dann hoffe ich, dass euch das gefällt und vielleicht mache ich dann öfter mal deutsche Vlogs oder bleibt dabei. Aber ja, also ich war eine ganze Weile in Bulgarien und bin jetzt halt hier und will zum ersten Mal seit ich weiß gar nicht wie lange mal Poker spielen. Und es ist schon wild hier, es ist super ausverkauft. Also jeder Flight hier, 500 Leute Cap, ist voll. Ich habe gerade ganz lange angestanden, um mein Ticket zu kriegen, aber ich hab's. Und es geht in ungefähr 40 Minuten los. Und ich spiele German Poker Days, Main Event, 175 Euro Buy-in. Und hoffentlich schaffe ich das später irgendwie morgen an den Feature Table. Das wäre das Geilste. Okay, ich zeige euch mehr vom Turnier in just a bit. Wir haben gerade erfahren, dass ich ins Bett muss. So kann man auch noch mit ihm? Nein, nicht mit ihm, nee, alleine. What? Er spielt weiter Cash Game und ich gehe schlafen, weil ich eine alte Frau bin. Ich vertrete dich einfach, okay? Ja. Hallöchen, es ist jetzt Sonntag. Also wie ihr ja schon gesehen habt, hat das alles nicht so ganz funktioniert mit dem Turnier. Leider Busto, ja, ich war halt short und dann ging es halt rein mit einem Flip und dann hat man verloren, das war's. Das Ding ist, ich spiele alle Turniere eigentlich nur wie ein Freeze-Out, also ich mache keine Re-Entries, das heißt, ich habe jetzt nicht versucht, mich heute Morgen nochmal super früh anzustellen, um einen Platz zu kriegen. Das ist im Moment ziemlich krass, es sind so viele Leute da und es ist halt ein Cap von 500 Spielern, das heißt, die Leute stehen super früh an, um sich anmelden zu können und das war halt, war heftig am Samstag und jetzt heute war es auch nochmal wild. Das war jetzt der letzte Flight, der läuft jetzt gerade, ein Turbo-Flight. Das heißt, die letzten Leute können sich qualifizieren noch für Tag 2, was dann heute um 16 Uhr stattfindet. Ich war gerade lecker essen, so wenn man hier so ein bisschen die Straße runterfährt in Rosvadov, da ist Bailey's und da habe ich eine Hawaii-Pizza gegessen, falls ihr jemals hier seid und ihr mögt Hawaii-Pizza. Ich weiß, es nicht für jeden. Checkt das mal aus, die beste Hawaii-Pizza, die ich hier irgendwo gehabt habe. Also absolut Hammer. Genau, das war gerade heute Morgen schon im Gym gewesen mit Devil Capture. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Und ja, das war jetzt erstmal der Tag. Jetzt muss ich ein bisschen was arbeiten. Das Ding ist, die Putzfrauen waren noch nicht hier. Das heißt, ich werde wahrscheinlich versuchen, runterzugehen zum Casino. Es ist nicht so einfach, was zu finden, wo man einfach nur sitzen kann und was arbeiten. Ich werde es versuchen. Und ansonsten ist der Plan, später ein bisschen Cash Game und dann zuzugucken und hoffen, dass irgendjemand von den Leuten, die ich kenne, es schaffen an den Finaltisch, der dann auch live übertragen wird auf Twitch und Facebook und so. Das war es erstmal als Update. Und hier sind noch ein paar Bilder von dem wilden Cash Game, was wir gestern gespielt haben. War ein privates Cash Game, nur mit Freunden. Das war lustig und ich bin zum Glück früh ins Bett gegangen und habe etwas Schlaf aufholen können und dann heute ins Gym. So, okay. Bis später. Ich habe geraced. 20. 20. Check. 30. Ich bin schon nicht. Hallo
ihr Lieben. Ich bin jetzt mittlerweile in München angekommen. Das ganze GPD-Event ist vorüber. Ich bin auf dem Rückweg noch mit Hansi und mit Hempmaster und mit der guten Sava zurückgefahren. Beziehungsweise haben mich halt rausgeschmissen in, wo waren das? In Amberg, und von da bin ich dann nach München weitergefahren. Für die von euch, die es noch nicht wissen, ich habe das natürlich alles schon auf Englisch in den vorherigen Vlogs erklärt, ich bin eine Nomadin, ich lebe also im Moment nur aus so zwei Taschen und bin dann halt wo auch immer ich bin. So funktioniert das. Genau, und jetzt bin ich halt gerade in München, wollte ein bisschen Sightseeing machen. Ich bin 42 und war noch nie in München, sehr seltsam. Deswegen checke ich das heute ein bisschen aus. Das wird dann der nächste Vlog. Aber genau, also ich glaube, ich mache jetzt erstmal weiter mit deutschen Vlogs. Ich hoffe, es gefällt euch. Möchte euch bitten, natürlich dann euren Freunden Bescheid zu sagen, dass diese Vlogs jetzt existieren. Besonders, denn es kommen ein paar weitere Pokersachen, Pokerthemen auf uns zu. Und zwar natürlich jetzt ist erstmal München, ein bisschen Sightseeing, Reisevlog. Danach gehe ich nach Liechtenstein und spiele die Liechtenstein Poker Masters. Das ist ein 550 Schweizer Franken Event, das sind ungefähr 500 Euro. Ich verkaufe noch Shares, also wenn ihr das noch zeitlich seht, vor Samstag könnt ihr noch was kaufen, 40% verkaufe ich noch. Genau, und dann das Wochenende drauf gehe ich zum Herz-Damen-Festival nach Asch. Also es kommt einiges an Poker und dann hoffentlich ja Mexiko und dann Las Vegas und so weiter und so fort. Also es wird sich lohnen. Ob es jetzt die ganze Zeit deutsch bleibt, weiß ich nicht, aber bleibt mir erstmal gewogen. Beweis, dass es mehr bringt, was die Views angeht, als das im Moment im Englischen der Fall ist. Vielleicht mache ich hier so einen Mix-Kanal, dass es halt deutsch und englisch wird. Das ist erstmal der Plan. Ich mache mich jetzt fertig und gehe München erkunden. Es regnet leider, schauen wir mal. Das ist allerdings im nächsten Vlog. Wie gesagt, sagt euren Freunden Bescheid, abonniert den Kanal, lasst ein paar Kommentare da und ja, lasst mich wissen, was euch interessiert an dem Nomadenleben und meinem Pokerleben. Okay, bis dann. Tschüss.